Zu Hause ankommen bedeutet für mich einfach einen Ort zu finden, wo ich alles fallen lassen kann und mich ja einfach mit der, in der Beziehung mit meiner Familie und Freunde hingeben kann. Es ist einfach ein Ort, wo Frieden herrscht, Ruhe ist, wirklich ein peaceful home für uns und die Menschen, die wir lieben. Hallo, willkommen. Wir sind Familie Reger. Ich bin die Petra. Mein Name ist Luca. Wir wohnen hier zusammen mit unserem Papa und Ehemann, Eddie, im schönen Allgäu in Kempten und heiße euch herzlich willkommen. Vor 9 Jahren sind wir mit einer 5-köpfigen Familie, damals 3 Teenagern, hier eingezogen. Wir haben einen riesen Umbau und Baustelle hinter uns und leben seitdem in der Location, wo ich auch beruflich arbeite. Ich bin von Beruf Fotografin. Das heißt, ich fotografiere hier meine Kunden. Manchmal vermieten wir auch die Location an andere Firmen. Und wenn ich nicht hier arbeite, dann arbeite ich vor Ort bei meinem Kunden. Genau. Ich bin das mittlere Kind, bin Jugendpastor und verwalte gleichzeitig die Location hier. Wir bieten hier die Möglichkeit für Unternehmen, Produktionsstätten aufzubauen und einfach sich marketingtechnisch weiterzuentwickeln. Haben hier Kunden aus allen möglichen Branchen und lieben es immer, ein volles Haus zu haben. Die alte Schreinerei war schon immer mein Lieblingsobjekt. Ich habe hier als junge Frau mit 18 Jahren gegenüber gewohnt und habe immer so ein bisschen geträumt, wie wäre es wohl, hier zu wohnen. Und viele Jahre später, nach einem langen Aufenthalt im Ausland, sind wir wieder hier in Kempten gelandet als Familie. Und die Schreinerei war zum Verkauf. Leider schon verkauft damals. Und ein Freund von uns hat sie gekauft und wir durften dann einen Teil davon bekommen und er ist nur im Dach eingezogen und den Rest hat er an uns weitergegeben. Als ich das erste Mal hier in der Schreinerei stand, habe ich für mich das Potenzial gesehen, was wir daraus machen könnten. Und ich glaube, viele unserer Freunde haben es damals nicht so gesehen oder gesagt, oh my goodness, was tut ihr euch da an? Aber es war einfach dieser große leere Raum. Und das Licht kam rein und die Fenster waren da und ich dachte, ich würde es genauso lassen. Ich kann mich noch erinnern, als wir so die Zimmer alle fertig eingerichtet hatten und als Familie hier eingezogen sind, dass wie so eine Ruhe einfach eingekehrt ist und man hat sich direkt schon wie zu Hause gefühlt. Unseren Einrichtungsstil würde ich irgendwie bunt zusammengewürfelt beschreiben und gleichzeitig gar nicht bunt, weil wir darauf achten, dass die Farben neutral bleiben. Also weiß, braun, beige, schwarz, das sind so unsere Colors, die wir lieben. Und solange das in diesem Farbspektrum bleibt, finde ich, passt auch alles gut zusammen. Die alten Möbel, die Flohmarktfunde, die neuen Freunde, die dazukommen. Wir haben viele so Holzklötze rumstehen als Beistelltische. Unser Couchtisch, der eine alte Tür ist, oder unser Schreibtisch, der aus den alten Holzdielen des Bodens ist. Was mir am besten dann hier zu Hause gefällt, vor allem nachdem ich, glaube ein paar Jahre jetzt in anderen Städten und im Ausland verbracht habe, ist, dass wir super viele unterschiedliche Sitzmöglichkeiten haben, wo wir als Familie einfach gemeinsam sitzen und Zeit miteinander verbringen. Und das ist, glaube ich, so mein Favorite Aspekt, ist, dass hier alles einfach clean ist und man zusammenkommen kann, gute Gespräche haben kann und einfach so Beziehungen miteinander bauen kann. Hier im Wohnzimmer haben wir keine Deckenlampen, aber viele kleine Lichtquellen aufgebaut. Das heißt, wir haben Stehlampen, Tischlampen, Wandlampen und abends laufen wir durch das Wohnzimmer und knipsen unsere Lichter an. Und es macht uns richtig viel Spaß, weil es einfach das ganze Konzept gemütlich macht und diesen Raum richtig hervorbringt und hervorhebt. Richtig nice finde ich die Walterlampe von Westwing und die und viele andere Lampen gibt es dort im Shop und schaut euch da gerne mal um. Ein Challenge, den wir hatten, war zum Beispiel, wohin platzieren wir unsere Küche. Unsere Küchenzeile haben wir mitgenommen aus der alten Wohnung. Das heißt, wir brauchten 4 Meter und die waren einfach nirgendwo hier aufzuschreiben, weil doch die Location viele Ecken und Winkel hat. Geplant war eigentlich hier eine komplette Glaswand. Das war so mein eigentlicher Wunsch. Aber da wir keine Küchenzeile oder Platz für die Küchenzeile hatten,
kam mir dann die Idee, einfach die zu halbieren und die Küche sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite zu setzen, was jetzt im Nachhinein uns wirklich total taugt und uns richtig schön ist, weil jetzt arbeiten wir in der Küche und können gleichzeitig ins Wohnzimmer blicken. Und wenn hier was los ist, ist man in der Küche nicht so alleine und ist irgendwo auch Teil des Ganzen. Und trotzdem ist der Raum abgeschlossen. Man kann auch mal die Tür zumachen und mal ein Gespräch in der Küche führen. Selbst wenn hier ein Film läuft, ist man noch so ein bisschen für sich in der Küche. Und das ist für mich eigentlich eine perfekte Lösung geworden. Ja, noch eine Challenge, die wir hatten, würde ich sagen, ist die große Holztreppe gewesen, die hier drüben steht. Wir hatten dadurch, dass wir den Boden einfach unterschiedlich hoch verändert haben beim Umbau, ein bisschen Schwierigkeiten, die Treppe anzuheben und haben uns da eine coole Lösung einfallen lassen, in der wir einfach so einen Betonklotz gegossen haben, um die Treppe draufzustellen, um alles ein bisschen zu erhöhen. Und ja, was nicht passt, wird passend gemacht, so nach dem Motto. Einer unserer Lieblingsträume ist unser Glashaus. Das war unser ehemaliger Heizungsraum. Der sollte eigentlich komplett abgebrochen werden. Aber wir haben uns so in die Fenster und alten Türen verliebt, dass wir sie abgebaut haben, restaurieren ließen, wieder eingebaut haben, ein Glasdach draufgesetzt haben. Und jetzt ist so unser absoluter Lieblingsraum, weil wir sehr viel Zeit mit Freunden und Familie dort am Tisch verbringen. Auch wenn es hier im Allgäu mal stürmt und regnet, können wir den Raum super benutzen. Und wir haben die alten Ziegel freigeklopft, damit wir noch so ein bisschen diesen Industrial Look auch im Heizungsraum haben. Wir haben zufällig die Tür entdeckt, also unter Ziegeln, die wir abgebrochen haben, kam der alte Durchgang heraus, was perfekt war, weil wir durch die Küche jetzt ins Glashaus können. Und somit hat sich das einfach so schön gefügt und ist eins unserer Lieblingsräume jetzt geworden. Bevor es weitergeht, ein bisschen Inspiration für euren Outdoor-Bereich. Live beautiful! Im Obergeschoss haben wir unser altes Fenster aus dem Hausgang aufbewahrt und in unser Schlafzimmer eingesetzt, damit wir einfach da ein bisschen mehr Licht haben in unserem kleinen Schlafzimmer und gleichzeitig das alte Fenster nicht wegschmeißen wollten und einfach nochmal verwenden wollten. Das Gleiche haben wir mit unserer Badtür hier im Untergeschoss gemacht. Das war eine alte Balkontür aus dem Obergeschoss, die sollte weggeworfen werden. Wir haben sie einfach gestrichen, restauriert und jetzt ist sie unsere Badtür. Genau, das Bad haben wir dann separat nochmal beim Umbau einfach mit eingezogen und ich liebe einfach die riesengroße Regendusche. In unserem Obergeschoss befinden sich unser Schlafzimmer, ein Gästezimmer, ein Bad nochmal und eins meiner wichtigsten Zimmer ist das Fotostudio, in dem ich arbeite. Mein Fotostudio ist ein Tageslichtstudio, das ich auch eben vermiete. Aber meine eigenen Kunden dort, Skifotografie, das heißt, wir haben viel Portrait-Shooting, Familien-Shooting, Newborn-Shooting, ist immer was los. Ich mache dort meine Bildbearbeitung und ab und zu schläft auch mein Gast dort. Dann haben wir oben, ja, so im zentralen Bereich des Obergeschosses einfach wie so ein zweites Wohnzimmer eingesetzt, indem wir ja viel Zeit miteinander verbringen, vor allem morgens beim Kaffee trinken oder wenn hier unten einfach viel los ist, dass wir da oben dann nochmal so einen kleinen Rückzugsort haben, um ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Eddie, mein Schlafzimmer ist in unserem kleinsten Raum und zwar erinnert es uns an so ein kleines Boutique-Hotel-Feeling. Wir wollten einfach cozy und gemütlich und klein und ist auch für mich so ein Rückzugsort, wo ich morgens gerne zum Beten und Bibellesen sitze und einfach Zeit verbringe, so für mich was aufzuschreiben oder durch Bücher zu gehen und so ein einfach der perfekte kleine Ruheort für mich. Für weitere Inspirationen klickt gerne auf die Playlist und das war's von uns. Ja. Ciao.